Moinsens, Freunde, wir sind wieder mal bei Punisher und spielen Warzone, beziehungsweise wir gehen in die Warzone. Wir sehen, wir haben zwei neue Level, einmal Nucci's Estate und einmal Pier 24? Pier 24? Nee, 74. Ja, wir starten mit Nucci's Estate. The Nucci Estate is Ma's last hiding place. She's called in all her soldiers. That's fine by me. Fewer wasted bullets that way. Okay, starten die Mission. Es kommt eine Katze. Ich mach mich mal kurz auf Stumm. Hell of a funeral, Frank. Hey, it was like one of those Egyptian things, where they kill all the Pharaoh's servants, so they can serve him into the afterlife. Just like that, Soap. Except these guys were all overdressed for the place they'll be spending eternity. Hey, yeah. Back to the Nucci's now, Frank. Not content with killing both of Ma Nucci's sons and hundreds of her business associates, you felt the need to kill her too. That's too bad. You and Ma would have made a nice couple. So let's talk about what happened the next night at the Nucci's estate. There's Ma, her hired assassin Bushwhacker, dozens of Nucci soldiers. And you, Frank. No welcoming committee. Have to make myself at home. So, Freunde, da bin ich wieder. Kurz was getrunken, Fenster zugemacht, ein paar Störgeräusche ausgeschaltet. Wir fangen einfach mal direkt an, indem wir den Typen da getötet haben. Und hier versuchen, die Informationen herauszukriegen. Sollte machbar sein. Haben wir. So. Der ist tot. Das war und ist, glaube ich, der harmloseste Tod im ganzen Game. Ich meine, wenn man sich die anderen Sachen mal anguckt, was haben wir schon gehabt alles? Wir haben Typen mit einer Bohrmaschine ins Gesicht gebohrt. Wir haben Leute mit einer kaputten Scheibe durchgeteilt. Also, war schon nicht ganz harmlos. Hallo, darf ich auch mal schießen? Danke sehr. Natürlich, wir sehen hier auch, der Punisher hat was anderes an. Also, der hat seine Jacke auch mal ausgezogen, sein Mantel eher. Im Laufe des Spiels kommen, glaube ich, auch noch andere Outfits. Ist doch ganz abwechslungsreich vom Aussehen her. Aber ich muss ehrlich sagen, von Spielfiguren her, finde ich, sieht Punisher noch mit am coolsten aus. Also von mehreren Spielfiguren, die man so hat, finde ich Punisher echt. Der schaut echt cool aus. Keepers finally let you out of the zoo. Just shoot yourself and save me the bullet. Smile, Castle! You're gonna see your family again! Mist eingebrochen. Gucken wir mal. Wir sind in einem Keller. Hey Junior, go get us some wine. Ich weiß nicht, was das hier. So. Ah, okay, jetzt können wir es pushen. Ach, das ist, wenn da ist ein Typ lang gekommen, dann haben wir das auf den geworfen. Okay. Der ist down. Ah. So, da höre ich noch einen. Ah, die haben eine neue Waffe. Die haben jetzt die andere Maschinenpistole. Es gibt jetzt nicht so viele Waffen. Die habt ihr ja gesehen, die es gibt. Ah, hier haben wir MP5. Nehmen wir uns mal mit. Ich habe auch noch einen Revolver. Immer das Gleiche. Aber vielleicht seht ihr später einen Zusammenhang zwischen diesen zwei Bildern da und einer Mission hier. So.
leckere Dusche könnten wir eigentlich auch mal vertragen, meine ich. Ich gehe mal durch. Hier höre ich wieder einen Gegner. Der ist down. Ach, war... Ich glaube, ich erinnere mich an das Level. Ich habe das Spiel jetzt auch schon mehrere Male durchgespielt. Allerdings liegen da dann auch immer ein paar Monate zwischen, wo ich das dann wirklich mal durchzocke und nicht nur irgendwie die ersten paar Level und dann lassen wir mal. Weil es kommen noch Sachen. Leute, habe jetzt schon keinen Bock drauf. Aber gut, ich werde es durchziehen. Das war nämlich auch ein Spiel, wo ich mir gesagt habe, ganz am Anfang. Hello. You're not a Nucci. Who are you? Never mind. Who are you? Name's Pete. Oh, come on, man. You gotta get me out of here. They're gonna kill me. Why are you locked up? They grabbed me and Sam. Hey, you seen Sam? Maybe. Was he carrying a gun? Nah, they took him in that room down the hall. I could hear him screaming, man. Haven't seen him. Well, the guard downstairs has the key. Turn the Pepper picture in the hallway and you'll see the stairs. Okay. Was ich sagen wollte war, das hier, da ist ein Schalter, den gehen wir gleich hin. Erstmal holen wir uns den. Punisher war auch ein Spiel, wo ich angefangen habe mit dem Let's Play, was ja jetzt noch nicht so lange her ist. Da habe ich mir schon gedacht, so, ah ja, der Punisher wäre eigentlich auch ein nettes Let's Play. Und ja, deswegen wollte ich das auf jeden Fall machen. Und, ja. Jetzt habe ich ja die Chance. Und ich will das auf jeden Fall auch durchziehen. Zum Beispiel muss ich aber mal sagen, die Mission, die hier nachkommt, also nach dieser Mission hier, das ist eine Mission, da muss ich sagen, da freue ich mich nicht so wirklich drauf. Ihr werdet schon sehen, warum, aber naja. Gehört nun mal zum Spiel. Von daher kann man mit leben und so schlimm sind die Missionen jetzt auch nicht. Okay. Wir müssen durch die Geheimtür gehen. Ich lass dich nicht raus, Junge. Okay, hier sind viele Gegner. Was? Das war im Gesicht. Ich meine, der hat ein Einschussloch im Gesicht gehabt. Dann muss er doch tot sein. Weißt du, warte, das dauert mir zu lang. Komm her. Tot. Dann kriegst du noch einen Headshot oder was auch immer. Bodyshot, ist ja auch egal im Endeffekt. So, komm her. Du bist down. Ach, da ist auch noch einer. Bist ein Camper, ja? Du Arsch. Ich hasse Camper. So. Verkämpft sich da hinter der Bar. Ist das ein Vogel? Da ist der Key. Muni geholt und bedrohen. Warum kann ich nicht Gunty machen? Gib ihm doch! Es reicht nicht. Gleich hat das Gesicht komplett im Arsch. Guck dir das mal an. Mein Gott, dann machen wir einfach Quickie fertig. Bart's tot. Nehmen wir den Schlüssel. Ich geh mal hier mal rein. Ach so, von hier kommen wir. Haha. Wir hätten mit dem Informanten reden müssen. Glaube ich. Hab ich ein Gefühl. Nee, falsches Spiel. Haha. Ich wollte mir gerade das Ziel anzeigen lassen. Aber das geht hier nicht. Leider. Ach, da. Here I come, Ma. So. Ich meine, ich weiß jetzt immer noch nicht, wo ich hin muss, aber... Ich hatte so im Kopf... Es leckt.
Mann, guckt's euch an, es leckt. Warum leckst du? Jetzt geht's wieder. Ah, jetzt ist das Tor offen. Okay. Ich muss mal sagen, die Waffensounds sind mega schlecht. Also die Waffensounds hören sich meiner Meinung nach alle an wie so Teppichkracher. Ja, okay, die hier geht. Ja, die geht. Auch diese Pistole, die ganz normale Standardpistole, die geht auch noch. Aber die anderen Waffen, die hören sich alle so... Tony, you all right down there? Was ist denn jetzt los? Sprengt hier einfach was in die Luft. Ladebildschirm. You idiots! Stop destroying my house and kill him! Hinter mir. Der ist tot. Okay, wir haben kaum noch Muni. Ist jetzt natürlich... Oh, scheiße. Und wir sind das erste Mal tot, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Das eine Mal zählt ja nicht. Da haben wir ja aus Versehen wen Falsches umgebracht. Aber so... Geil. Also nein, geil jetzt nicht, aber... Naja. Boah, haut er den Kopf kaputt. Komm, da dauert zu lange. Einfach kaputt machen. Einfach töten. Komm mal, ja. Was? Umso mehr man tötet, umso mehr Leben kriegt man, soweit ich das weiß. Du Arsch, komm her. Komm, das war ein Messer im Körper. Und du kriegst auch noch einen. Richtig hart. So geht das ab hier, so geht das ab. So magisch das, so ist das doch. Wie am Fließband haben wir die getötet. So muss das sein. Das ist Unterhaltung, das ist Entertainment. So ist das. Und nicht anders. Der ist tot. Wie habe ich den denn getötet? Ach, das war der Vogel, der da stand. Okay. Wo müssen wir jetzt lang? Hier lang. Oh, da haben wir schöne Kills. Daran erinnere ich mich noch. Hier, viel Spaß dabei. Was, Bärenfalle. Ich glaube, hier konnte man auch was machen mit einem dieser Dinger. Scheiße! Komm her. So, warte. Hier müssen wir noch einen Special Kill haben. Haben wir den in die Richtung? Ne, in die Richtung. Was denn? Oh! Nice. Naja, nice. Kann man sehen, wie man will, ne? Kann man den Kopf machen? Okay, die haben wir alle ausgeschaltet. Informant, komm mal her. Willst du gerüstet werden? Renn dich ab, Junge. Ist dir nicht warm? Bist gut angezogen, ne? Für so warmes Wetter und so. Komm her, komm. Na, hör mal, du willst... Du legst es drauf an, dass ich dir das Gesicht komplett verbrenne, oder? Hallo? Jetzt haben wir's. Komm, geht doch. Broken. Ja, gut. Tschüss. Arsch. Okay. Wo mussten wir jetzt hin? Ja. Wisst ihr, was mich gerade aufregt? Ich bin erstens schon fast wieder tot. Und dann, immer wenn ich von der Schrotflinte getroffen werde, kann ich mich in dem Moment nicht bewegen. Komm her jetzt. Der ist tot. Der ist auf jeden Fall tot. Du bist tot. Du bist auch tot. Schaffen wir den noch? Den haben wir auch noch geschafft. Geil. So. I just wanna die.
Komm her, Informant. Oh, da haben wir wieder ein Beil, das nehmen wir mit. Oh, was haben wir denn hier Feines? Da tut sich nichts, Kollege. Oh Mann, wie ging das denn nochmal? Man musste, glaub ich, so wackeln, dass die Messer runterfallen. Aber irgendwie tut sich da nichts. Komm. Spieß ihn auf oder ich jag ihm das Beil ins Gesicht. Tell me something I don't know, Punk. Probieren wir es nochmal. Was? Du erzählst mir nichts? Ja, okay, dann erzähl mir nichts, dann machen wir das halt anders. So. Tell me something I don't know, Punk. Würgen wir dich halt ein bisschen, du Arsch. Oh, guckt euch das mal. Da macht er mit, da macht er mit. There's a secret passage in the pantry. It leads to one of Ma's safes. Ja, du bist trotzdem tot. Mitnehmen, bitte. Können wir gut einsetzen. Das können wir übrigens auch werfen. Aber was sollen wir das werfen, wenn wir das so einsetzen können? Kill him, you morons! Tschüss. Alter, in die Eier. Kannst du doch nicht bringen. Tot. Tot. Die sind so Rambo-Punisher. Oder nee, Rambo ist der Punisher. Und der Punisher ist Chuck Norris. Bei Chuck Norris ist alles. So sieht's nämlich im Endeffekt aus. Was? Komm her. Hab doch eh alle keine Chance gegen mich. Hier noch kurz auf Toilette gegangen. Kurz mal ausschalten, Freunde. Ich muss mal eben auf Toilette. So, fertig. Der Punisher war auf Toilette. Komm her. Easton. Was haben wir hier? Fischchen. Warte, ah, guck mal, da haben wir eine Flasche. Die wollen wir ja benutzen. Die wollen wir benutzen. Was haben wir hier? Ein Revolver. Braucht doch kein Mensch. Tschüss, Junge, und ich bin gleich tot. Modus an. Du bist down. Du bist down. Was? Don't shoot. Hast du echt gedacht, ich würde dich erschießen? Warte, du bist down. Komm, wir gehen zu dem Typen mit den Informationen. Das ist manchmal so doof gemacht. Aber gut. Ich find's trotzdem nicht so schlecht. Was haben wir hier? Wir nehmen mal Facepunch. Warum sieht man die Sache nicht? Ja gut. Ja, nee, komm, ist klar. Ganz ehrlich, das ist mir zu doof. Wir nehmen Würgen. Where can I find weapons? Up yours, asshole. Das geht mit am besten, muss ich sagen. Naja gut, irgendwann hört es dann auch auf. Naja gut, dann töten wir dich einfach. Scheiß auf die Info, Bart. Tschüss. Wir nehmen mal wieder die MP. Die mag ich eigentlich ganz gut. Ganz gut, voll das Deutsch. Die mag ich eigentlich. Hä? Was willst du denn, Junge? Tot. Oh, war hier nicht auch so ein Special? Haben wir nicht vertan. Kein Problem. Aber ich bin bald wieder down. Warum lädst du denn immer nach Punchen? Punchy der Punchemar. Nee. Punchy war ja. War es schon zu Ende der Modus? Gerade einen damit getötet, was denn da los? Ich bin tot. Dreck! Ey, wie soll man das denn hinkriegen? Das geht gar nicht klar. Ich kann mir auch vercampen. Okay. Was? Hier bin ich. Falsche Waffe genommen. Kommt der auf mich zugesprungen?
Boah, warum stirbt der nicht? Kannst du mir das mal erklären? Geh einfach down. Hallo! Dann schieß nicht, Junge. Könnt ja helfen. Mir die Waffe. Messer in your head. In your head. In your head. Oh, Malaya, du bist down. Hab ich dem den Arm abgeschossen oder was? Der wollte uns eh keine Information geben. So. Komm her. Junge. Du bist down. Lol. Der steht da einfach rum. Na gut, dann kriegst du ein Messer. Ist der. Und der Papa um die Ecke. Es sind mir eindeutig viel zu viele Gegner. Guckt euch an, wie viele da sind. So, jetzt haben wir auch keinen Bock mehr. Wird hier nicht mehr gespielt. Wird hier mal aufgeräumt, Kopf abgeschlagen und so. Aber man ist ziemlich langsam in diesem Spiel. Obwohl man schon beschleunigt wurde. Nicht irgendwie doof. Du bist tot. Du bist auch tot. Da sind voll viele. Scheiße. So, du Arsch. Ja, gut, du kriegst halt ein Messer rein. So, ich gehe jetzt einfach weiter. Bevor ich dann da noch weiter abgeschlachtet werde. Och, geh doch einfach sterben. So, nee, da geht's wieder zurück. Hier ist ein Schlafzimmer. Gehen mal weiter. Vielleicht finden wir hier was. Außer noch mehr Gegner, die uns noch mehr penetrieren. Ey, das ist doch scheiße. Guckt euch mal an, wie oft wir jetzt sterben. Krass. Ey, was von hier? Das ist nicht euer Ernst. Ey, das ist so richtig scheiße. Ey, das tut richtig weh. Geh einfach drauf. Geh du auch einfach drauf. Gib mir dein scheiß fucking Sturmgewehr. Komm her. Kopfschuss, Junge. Du auch. Ich glaub, du spinnst. Weißt du was? Hier, komm. Messer rein, dann hat sie's. Ich bin ja langsam gereizt, Freunde, hör mal. Das geht so nicht. Ich kann nicht so. So lange an so einer Scheißstelle. Es ist nicht akzeptabel. Ach, guck mal, wir können auch von der anderen Seite kommen. Dann haben wir den Arm abgeschossen. Kann er denn da nicht durchschießen? Ist ja dumm. Komm her. Batz, tot bist du. Ach, Leute, ey. Warum? Kopfschuss. Leute, ey, das ist nicht mehr normal. Guckt euch das mal an, wie viele Gegner da sind. Ich meine, was kriegen die bitte bezahlt?
dass die ihr Leben so aufs Spiel setzen. So. Aber wir sind schon mal mit mehr Leben da, als wir es eben hatten. Wenigstens etwas. Hier müssten doch jetzt wieder welche sein. Da ist noch einer. Ja, jetzt lädt der Nares das den Pfosten. Ey, wir verlieren viel zu viel Leben. Das ist gar nicht so gut. Ich höre immer noch welche schießen. Ist ja unnormal. Komm her. So, down. Ist die Bitch. Don't screw with the new cheese, Punisher. Komm her! Dann nochmal. Arsch. Dreck. Shit, the Punisher. Ja, der Punisher ist da. Oh Mann. Okay, der ist down. Boah, jetzt sind wir schon mal weiter als beim letzten Mal, aber unser Leben ist immer noch extrem angeschlagen. Ich hoffe mal, wir kommen damit jetzt. Scheiße. Ich hoffe mal, wir kommen damit jetzt noch ein bisschen aus. Fuck, und Muni ist auch leer. Shotgun. Der hat Infos. Hier ist noch einer. Oder? Nee. Ist nur der. Komm her. So, Freund. Jetzt bist du dran. Das kannst du mir aber mal glauben. Talk to me about Pushworker. Ey, Junge, ich spieß dich auch einfach nur auf. Mir egal gerade, ganz ehrlich. Ja, komm jetzt. Das fällt mir viel zu schnell. Werf ihn doch noch mal richtig schön dagegen. Und Leben dazu bekommen und aufgespießt. Du Arsch. Enter Liberty. Liberei. Bücherei. Didn't know Ma could read. Probably 200,000 copies of The Godfather. No. Kaputt. Wondered if you'd have the guts to show up again. Your guts will be showing up all over this room, Castle.